Wo ich hier bin? Es gibt ein Land, in dem die Menschen fast gar nicht reden. Das ist das Land der großen Wörterfabrik. Das war ja klar. In diesem sonderbaren Land muss man die Wörter kaufen. Und sie schlucken. Um sie dann aussprechen zu können. Die große Wörterfabrik arbeitet Tag und Nacht. Die Wörter, die aus den Maschinen herauskommen, sind ebenso unterschiedlich wie die Sprachen. Es gibt Wörter, die sind wertvoller als andere. Man sagt sie nicht oft. Eigentlich nur, wenn man sehr reich ist. Denn im Land der großen Wörterfabrik ist Sprechen teuer. Diejenigen, die kein Geld haben, durchsuchen manchmal die Mülleimer. Aber die weggeworfenen Wörter sind meist wertlos. Man findet nur Hundekacka und Hasenpipi. Im Frühling, beim Schlussverkauf, kann man sich Wörter im Sonderangebot kaufen. Man kommt bepackt mit Taschen voller günstiger Wörter nach Hause. Allerdings sind diese Wörter oft unnütz. Was macht man schon mit einem Bauchredner oder einer Zierhasel? An manchen Tagen fliegen Wörter durch die Luft. Die Kinder fangen sie dann mit Schmetterlingsnetzen ein. Sie sind stolz, wenn sie ihren Eltern beim Abendessen einige Wörter sagen können.
Heute hat Paul 3 Wörter in seinem Netz gefangen. Aber er sagt sie nicht gleich, denn er möchte sie aufheben. Für jemand ganz Besonderes. Morgen ist Maries Geburtstag. Paul hat sie furchtbar lieb. Das würde er ihr gerne sagen. Doch dafür hat er nicht genug Geld in seiner Spardose. Also wird er ihr die 3 Wörter schenken, die er gefunden hat. Kirsche, Staub, Stuhl. Marie wohnt im Nachbarhaus. Paul klingelt an ihrer Tür. Er kann nicht sagen, hallo, wie geht's? Weil er diese Wörter nicht hat. Stattdessen lächelt er. Marie trägt ein kirschrotes Kleid. Sie lächelt auch. Plötzlich sieht Paul Oskar hinter ihr. Oskar ist Pauls schlimmster Feind. Seine Eltern sind sehr reich. Aber das ist nicht der Grund, weshalb Paul ihn nicht leiden kann. Oskar lächelt nicht. Er spricht zu Marie. Ich liebe dich von ganzem Herzen, meine Marie. Eines Tages, das weiß ich, werden wir heiraten. Das hat ja ein Vermögen gekostet, denkt Paul. Marie lächelt noch immer. Und Paul weiß nicht, wen sie eigentlich anlächelt. In Oskars Augen blitzt so viel Selbstbewusstsein. Meine Wörter sind klitzeklein, denkt Paul. Er holt tief Luft und denkt ganz fest an all die Liebe in seinem Herzen. Und dann sagt er die Wörter, die er in seinem Netz gefangen hat. Die Wörter fliegen zu Marie. Sie sind wie kostbare Kieselsteinchen. Kirsche, Staub, Stuhl. Marie lächelt nicht mehr. Sie blickt ihn an, weil sie keine Wörter hat. Sie nähert sich ganz behutsam und gibt Paul einen sanften Kuss auf die Wange. Paul hat noch ein einziges Wort, das er sagen kann. Vor langer Zeit hat er es in einem Mülleimer gefunden. Zwischen lauter Hundekacker und Hasenpipi.
Dieses Wort mag er sehr gern. Er hat es für einen ganz besonderen Tag aufgehoben. Und dieser Tag ist jetzt da. Er blickt Marie fest in die Augen und sagt: Nochmal! Süß, nicht wahr? Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das war unsere Liebeserklärung an diese besondere Liebeserklärung. Kirche, Staub und Stuhl. Und es war eine Liebeserklärung an dieses wunderbare Bilderbuch. Mehr Infos findet ihr auf der Homepage www.diewörterfabrik.de. So, jetzt kommt ein Preisausschreiben. Susanne hat im Märchen absichtlich eine Fehlergebärde versteckt. Ein Wort- und Gebärdenspiel. Ihr müsst es suchen und natürlich finden. Ich gebe euch nur zwei Hinweise. Erstens, Susanne benutzt in Anführungsstrichen eine Tiergebärde. Es handelt sich aber um eine Pflanze. Zweitens, in den Untertiteln steht dieses Wort in Großbuchstaben. Sucht es, googelt es, meint es uns. A. Welches Wort ist gemeint? B. Meint uns ein Foto von dieser Pflanze. Ihr habt Zeit bis zum 29. März 2016. Meint uns an Redaktion affenklammer@devmedia.de. Und was gibt's zu gewinnen? Die Gewinner werden ausgelost und bekommen zwei Kinofreikarten plus Popcorn. Dies gilt für euren Wohnort, die nächste Großstadt oder das nächste große Kino bei euch. Ihr entscheidet wo. Toi 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 und viel Spaß beim Suchen und Googeln. Ciao, bis zum nächsten Mal bei DevMedia.de.